Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gammeln wir mal wieder etwas rein auf CSGO Case. Aber heute haben wir nur die Slotmaschinen, also ich habe hier 20 Dollar aufgeladen, also 20 Euro. Und es werden jetzt, also ich habe vor, dass ich 20 mal mit einem Euro in die Slotmaschine reingehe und mal schauen, was da so rauskommt. Weil die Kiste kostet momentan 9 Dollar und ja, da wäre das Video relativ kurz, wenn ich jetzt zwei Kisten aufhebel. Deswegen Slotmaschine 20 mal 1 Euro. Das heißt jetzt 20.000. 1000 Florin ist 1 Dollar. So. Spin Nummer 1. Beim ersten Spin packt es immer so. Keine Ahnung, warum das so ist. Wahrscheinlich, weil die Slotmaschine so die Skins mehr oder weniger reinladet. Okay, der erste Spin war mal nichts. Das ist mir bei der Slot... Ja, die Dealer, wie das kommen, bei einem Dollar, genau. Das ist nicht bei der Slotmaschine eigentlich immer, wenn man... Das ist einfach, dass man kann auch keinen Skin bekommen. Bei der Case bekommt man immer einen Skin. Nur kostet die... Die habe ich mir vorhin schon angesehen, die Nadel. Die wollte ich nämlich das schon haben. Okay, das ist nice, ja? Das war jetzt Nummer 1. Weiter geht's. Die könnte auch kommen, ja. Der wäre auch im Preis. Es ist so, wenn man einen Dollar wettet, also einen Dollar rein... Also mit einem... Na? Wenn man mit einem Dollar spielt, kann man maximal das 30-fache rausholen. Wenn ich das noch ein zweites Mal bekomme. Anscheinend. Kostet die genau einen Dollar oder was? Die Frage, ich habe vorhin nicht auf den Preis geguckt. Wie gesagt, man kann maximal das 30-fache rausziehen und auch manchmal nichts bekommen. Bei der Kiste bekommt man halt immer was und man kann auch jetzt ein Knife bekommen um 400 Dollar. Oder mein teuerstes war glaube ich 320, das war ein Karamix lauter Minimum, ja. Bei hier geht anscheinend nichts. Sobald das Knife stehen bleibt, weiß ich schon, dass wir nicht kommen. Weil, wie gesagt, nur das 30-fache kann hier kommen. Also maximal. Oder so. Das kann auch passieren. Aber jetzt nicht. Dass ich einfach jetzt nur das 30-fache an Coins zurückgewinne. Ja, aber jetzt wird's... Hey, was ist das? Es kommen gar keine Skins mehr. Dann... Egal, ich erhöhe. $4, okay, das haben wir sozusagen verdoppelt. Okay, dann bleibe ich für die 2 Dollar. Weil... Nee. Okay, das war irgendwie klar, dass das nicht kommen wird. Ja, die kostet, glaube ich, doch mehr als... Wobei, spiele ich mit 2 Dollar, das hätte sich ausgehen können. Gut, den letzten Spinner noch mit 1 Dollar. Jetzt bekomme ich nochmal die Bronze Deco. Was ist das? Irgendwie glaube ich, ist das Video, ich habe jetzt nicht geguckt, wann ich angefangen habe. Aber irgendwie kommt mir das jetzt etwas kurz vor. Na gut, ich habe mir jetzt doch nochmal 10 Dollar aufgeladen, weil ich mir dachte, das wäre jetzt etwas langweilig, also etwas kurz. Deswegen starte ich noch einmal in die Case rein. Weil die ganze Case gehe ich hier nicht weg und den Rest will ich nochmal in die Slotmaschine ballern und dann war es das dann auch für das Video. Wenn ich jetzt reinlag, wäre das mega nice, aber mit einer... Okay, es wird nur ein Key. Lol. Wobei, den könnte ich nochmal verkaufen. Wobei... Nee, warte mal, ich guck mal kurz ins Inventar und schau nach, was das alles jetzt... Für, oder was ich da jetzt genau habe, was das für einen Wert hat. Den werde ich mir Rift drawn. Das wären 7 Dollar. Okay, dann zähle ich die 3 oder 4, weiß nicht, wie viel das jetzt waren. Dann mache ich noch eine Case auf. Zieh jetzt Knife, bin happy und beende das Video. Klingt irgendwie fair, oder?
Da ist mal Shadow Daggers. Da mal ein Gutknife. Okay. Die ist $8. Na gut, die Case kostet jetzt $9 und nicht $5 wie normalerweise. Von dem her ist das eigentlich jetzt Minus. Ich meine, hätte schlechter laufen können, aber Knife wäre trotzdem nicer gewesen. So, letzte Runde in die Slotmaschine. Wir haben jetzt noch 2932. Und jetzt wären das knapp $3, 90-fache. Es könnte sich sogar ein Knife ausgehen. Aber es kommt kein Knife, es kommt gar nichts. Ich liebe die Slotmaschine. Nice. Mit der Kiste geht einfach am meisten. Kommt mir so vor, nur wenn die mal so teuer ist, weil gerade so viele High-Tier-Items, also High-Tier, es sind halt, der Preis variiert sich je nachdem, was man ziehen kann. Also jetzt sind halt gerade eine Menge Knives drinnen. Und deswegen kostet die Kiste fast das Doppelte. Aber na gut, das war's dann auch mit dem Video. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, würde mir auch sehr helfen. Und dann abonniert mich und... Ja, abonniert mich, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. So, das wollte ich sagen. Dann sage ich euch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.